Bruno, ich hätte persönlich gehofft, dass das Spiel heute abgesagt wird. Für euch hat es sich gelohnt, dass es nicht der Fall war. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt der Vorteil an der Kunststraße. Ja, auch wenn das Wetter nicht ganz so gut ist, kann man da drauf Fußball spielen. Und für uns war es nach dem Spielverlauf gut, dass wir heute gespielt haben, auf jeden Fall. Was sagst du zum Spielverlauf? Mit dem 5:0 kann man ja hochzufrieden sein. Und auch noch das Abschlussspiel von der Winterpause. Ich habe es den Jungs vor dem Spiel gesagt. Wir haben heute noch einmal ein Spiel, die meisten Spiele ja noch mal nächste Woche. Mit dem Spielverlauf kann ich mehr als zufrieden sein. Ich denke, 5:0 gegen Kirchfeld, die eine Mannschaft haben, die echt gute Spieler drin haben, die heute mit Sicherheit auch ein bisschen unter Wert geschlagen wurden. Aber dieses 5:0, das nehmen wir mit, das haben wir uns verdient. Und ich habe es vorhin schon den Jungs gesagt, ich bin sehr stolz auf meine Truppe, dass wir jetzt zum Abschluss nochmal alles rausgeholt haben, trotz ein paar Personalsorgen. Ja, uns haben auch ein paar Stammspieler heute dann gequält. Aber man sieht einfach, dass wir einen guten Kader haben. Ich habe sehr gute Jungs hier, die sind alle willig, die wollen Gas geben. Und heute haben wir das mit dem 5:0 eindrucksvoll beweisen können. Und jetzt haben wir unsere Winterpause, glaube ich, mehr als verdient. Was sagst du zum Rundenverlauf bis zur Winterpause jetzt? Habt ihr das erreichen können, was ihr euch umgesetzt habt? Also ich denke, nach dem schweren Start, den wir hatten, wo wir nicht ganz so gut reingekommen sind mit zwei Heimniederlagen, glaube ich, dass wir uns mehr als gut gefangen haben. Wir haben auch einen guten Ball gespielt, was mir halt auch sehr wichtig ist. Wir haben ordentliche Spiele abgeliefert, dass nicht alles gleich so funktioniert, wie man es sich vielleicht wünscht oder manchmal auch vorstellt. Ich denke, das ist normal. Der Mirnes, mein Co-Trainer und ich, wir sind jetzt auch neu im Geschäft. Und ich bin mit der Vorrunde mehr als zufrieden. Ich denke, Platz 3, das ist schon ordentlich. Die ersten zwei Mannschaften, so wie es im Moment aussieht, marschieren da vorne weg. Und da wollen wir aber dann im Verfolgerfeld schon die Mannschaft sein, die da vorne weg marschiert. Und bis jetzt ist uns das ganz gut gelungen. Jetzt gibt es noch eine Rückrunde, da müssen wir das dann bestätigen. Und dann, glaube ich, ist das in Ordnung. Wie geht ihr jetzt in die Winterpause rein und was habt ihr euch für die Winterpause jetzt vorgenommen und was werdet ihr als Verein und als Mannschaft machen? Jetzt gilt es dann auch nochmal unser Reserveteam mit zu unterstützen, die nochmal eine Woche länger dran sind. Wir werden jetzt die nächste Woche nochmal trainieren, alles natürlich in einem anderen Rahmen, wie wir es vielleicht bis jetzt gemacht haben. Dann glaube ich, haben die Jungs sich das auch verdient, dass sie mal eine Weile ein bisschen Ruhe von mir haben. Dann sehen wir uns bei den Hallenturnieren wieder. Und dann geht es natürlich dann schon Ende Januar auch wieder weiter mit der Vorbereitung zur Rückrunde. Und ich denke, dass wir genau da ansetzen werden, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir wollen eine gute Runde spielen und dann am Ende so weit vorne wie möglich landen. Wie weit es dann ist, da haben wir keinen Druck, da haben wir vom Verein keinen Druck, aber wir setzen uns den Druck dann schon ein bisschen selber. Wir wollen unsere Spiele positiv und erfolgreich gestalten. Und wie gesagt nochmal, ich kann da nur ein großes Kompliment an meine Jungs geben, die die komplette Rückrunde immer Gas gegeben haben, die eigentlich immer da waren. Und ich glaube, jetzt haben wir uns das dann auch verdient, dass wir jetzt dann in Ruhe Weihnachten feiern können. Bruno, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Jo, Dankeschön.